So, alle Pferde in den Boxen. Das ist der Start zum fünften Rennpreis der Ceramdis GmbH. Das Feld formiert sich. Randolina hat einen guten Start erwischt. Ganz außen ist der Scotch Club. Und der Tippspielfavorit Goscha fuhr erstmal am Schluss des Feldes. Randolina mit Karin Zwahlen hat die Spitze dahinter. Clément Lheureux mit Big Dam, dann Scotch Club. Viel Vorwärtsdrang zeigt hier. Kind of Cool gibt Tim Bürgin hier alle Hände voll zu tun. Daneben ist eben Scotch Club bereits erwähnt. Dann hat noch Anschluss die Nummer 3, das ist Step Up. Eine kleine Lücke bis zu Astrakhan, der sein erstes Rennen bestreitet. Und weit zurück im Moment Goscha. Ob das so geplant ist? Fragezeichen. Michael Berto im Sattel von Goscha bemüht sich jetzt, dass der Abstand nicht ganz allzu groß wird, weil da sind jetzt doch vielleicht etwa 10 Längen bis zur Spitze und die hat Randolina. Natürlich ist die Zielgerade lang, aber wenn man hier gewinnen will, dann sollte man doch etwas näher dabei sein. Vorne ist Randolina mit Big Dam, zwei Pferde aus dem Quartier von Andreas Scherrer. Goscha wird offenbar angehalten. Was ist denn hier los? Ja, sieht so aus. Vorne ist auf jeden Fall Randolina und Karin Zwahlen, die hat mir nach dem letzten Rennen gesagt, ich war etwas zu früh in Front mit Enjoy Vijay, jetzt ist sie wieder in Front. Und das schon von zu Beginn weg. 400 Meter noch bis ins Ziel. Sie wird denken, nur bitte nicht nochmal jemand, der vorbeigeht, aber es sieht danach aus, denn jetzt kommt Scotch Club und außen auch Kind of Cool. Scotch Club, Kind of Cool wird schnell. Scotch Club, Kind of Cool und ganz innen kommt noch Step Up. Es sieht nach einem Sieg für Miro Weiss aus, der kann sich schon mal bereit machen zur Siegerehrung. Vorne ist Kind of Cool, aber Step Up innen kommt nochmal. Kind of Cool for Step Up, Doppelsieg für den Stall Red Cup mit der zweiten Farbe. Kind of Cool for Step Up, dann folgt Scotch Club, Dreifachsieg für Trainer Miro Weiss auf dem vierten Platz, dann Peak Dam